Ich kann den Weber durch die Wand hören. Ich wette, das verdammte Ding freut sich. Wie geht's Ihnen? Ich habe die Phantoms mit ein paar Nachtlichtern weggelockt. Und an alles, was sicher kein Mimik ist, Zettel geklebt. Ihnen? Gut, bin in der Waffenkammer. Musste nur einen Mimik zerquetschen, der mit reingeschlüpft ist. Hab alles abgeriegelt. Was ist der Plan? Warten auf Rettung? Alex wird unsere Mods rausholen, wenn wir das hier überleben. Wollen Sie den Dreck hier behalten? Vielleicht kämen wir durch die Guts raus. Und dann hoch zum Arboretum. Okay. Sagen Sie an. Ja, in den Guts soll ich ja auch. So, dann hätten wir hier noch eine Notiz. Warum habe ich die denn nur an mich genommen, die Notiz? Wo ist denn, was stand denn da drauf? Ich habe jetzt die Notiz nur an mich genommen? An der Glukanone hängt ja auch eine Notiz. Was ist denn das für eine Notiz, die ich jetzt an mich genommen habe? Würde mich mal interessieren. Verhaltensbiometrie. Das klingt ja auch interessant. Taifunköder. Wie cool. Taifunköder. Ein Taifunköder, auch Nachtlicht genannt, strahlt ein psycholuminisierendes Licht aus, das Taifun für eine kurze Zeit anlockt. Kombiniere mit anderen Waffen oder Taktiken, um zu entkommen, Taifun in deinen Hinterhalt zu locken oder sie aus sicherem Abstand zu beobachten. Mit Maustaste 1 kannst du ihn werfen oder an stationären Objekten befestigen. Ach wart, das ist ja interessant. Das will ich jetzt aber gerade noch nicht einsetzen. Yay, zwei Neuromods, sehr schön. Was rennt da unten rum? Wissenschaftsoperator. Warum sind da so viele gerade? Von den Jungs. Okay, ich gehe hier wirklich nicht schnell durch, ne? Gebe ich zu. Ich brauche recht lange. Aber wie gesagt, mich stört es nicht. Ich kann jetzt auch gerade gar nicht viel schneller machen, muss ich sagen. Doch, ich könnte hier durchhetzen. Das würde schon gehen. Aber, da hat ja keiner was so richtig von. Hier ist ja auch ein Weber drin. Oder ist das ein anderer? Also jedenfalls ist hier alles vollgewebt. Oh, Weberbabys oder was? Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich, wie gefrorenes Licht. Ja. Die Taifen weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Ja. Noch nicht. Ich wünschte, du wärst bei mir morgen. Nicht so, wie du jetzt bist, sondern wie du einmal warst. Ich weiß, zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Was heißt hier, wie ich einmal war? Ich meine, der Mensch sollte in der Lage sein, dazu zu lernen. Ne? Und wenn man merkt, dass man hier gerade Mist macht, ich habe wie gebeten noch ein Nachtlicht aufgeladen. Psycholumineszenz ist jetzt erhöht. Deshalb sollten die Taifun dem Köder folgen wie Entchen ihrer Mami. Mami! Noch eine Notiz. Not a Mimic. Notiz, jetzt habe ich die aufgenommen, ja. Ist es nur so ein Sammelobjekt? Wir machen hier mal schnell speichern. Und drück mal den Knopf. Wow, the fuck. Okay, jetzt haben wir da Mimik drin. Sehr interessant. Wollen wir den Knopf nochmal drücken? Kriegen wir noch einen zweiten dazu oder was? Ja, weil er rennt halt dem Licht hinterher, ne? Das ist wahrscheinlich das, was sie da an der Stelle zeigen wollten. Da gehe ich stark von aus, dass es das ist, was da gezeigt wird. Hier ist gerade so viel zu gucken, dass ich garantiert auch irgendwo was übersehen habe. Hier ist gerade extrem viel anzugucken, finde ich. Kann ich denn einfach hier... Nein, kann ich nicht. Ja, hier werden sie gezüchtet. Da würde ich ja gerne
Scheiße, ich kann hier rein. Psy-Hypo. Sieht ja übel aus hier mit den Netzen, ne? Cool. Na gut. Nullwellentransmitter. Typhoon Mimese 1. Mittels Mösbauer Spektroskopie konnten wir eine hyperfeine Spaltung eines im Zielobjekt befindlichen Isotops feststellen. Bei dem Objekt handelt es sich um einen Transkar-Kaffeebecher, für die Wesen eine seltsame Vorliebe zu besitzen scheinen. Falls der Mimik seine atomaren Strukturen verändert hätte, um das Zielobjekt zu duplizieren, wäre der Wert auch beim duplizierten Objekt gleich geblieben. Als die Veränderung stattfand, war der Wert zwar vorhanden, allerdings hatte sich die Frequenz geändert. Das neue Objekt befindet sich in einem anderen Zeitrahmen als das Original. Okay, ich werde jetzt heute, ich mache jetzt gleich Schluss, und ich werde jetzt heute noch keine Skillpunkte verteilen. Da muss ich echt drüber nachdenken, wie ich das mache. Wir lesen hier noch die Texte. Wird Zeit, Wetten abzuschließen, wie es tatsächlich funktioniert. Ich setze natürlich auf Nummer 2. Erstens halluzinogenes Feld. Mimics projizieren ein Feld, das den Beobachter nur vortäuscht, das Objekt zu sehen. Interessante Idee. Das wollte ich machen. Zweitens Taschendimension. Mimic tauscht in einem Paralleluniversum den Platz mit dem Objekt und hält die Verbindung via Wurmlaut aufrecht. Drittens Transmutation. Mimik ordnet seine Atome und Moleküle neu an, behält dabei aber sein subjektives Bewusstsein. Okay. Eroberer der Kuppel. Eroberer der Kuppel 3, Pilgerreise zur Autarkie der Verdammten kam mit meiner letzten Sendung. Sag Bescheid, wenn du es herunterladen möchtest. Die Höhlen sind alle von Hand gemacht. Okay. Wer war dieser Kerl? Kommt dir der Name Lanzetta bekannt vor? Dr. Goose Lanzetta, ob du es glaubst oder nicht? Er hat einmal eine Woche lang bei uns gearbeitet. Eine Woche lang. Die Woche, bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromod aus dem... Ich glaube, du hast mich übersehen. Du schiebst mich am PC ran. Sowas mache ich gar nicht. Die Woche, bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Er hat seinen Ausweis in einem Spind gelassen. Ich habe die IT gebeten, sich einmal sein Konto anzusehen. Bis auf seine Anmeldedaten wurden alle Inhalte gelöscht. Wer zum Teufel war dieser Kerl? Wie das so ist, ne? Man verwischt ja grundsätzlich immer die Spuren. Wo waren denn hier überhaupt nochmal die Mimics? Waren die jetzt hier? Nee, ne? Ach, da auf der Seite waren die. Ist aber auch Mimik hier. Nicht? Wurde mir hier nicht noch Mimik angezeigt? Täusche ich mich da? Hallo. Ich hätte schwören können, dass mir hier noch eine angezeigt worden ist. So, Medikits. Noch eine Notiz. Ja, was denn? Wieso kann ich die denn nicht mehr lesen? Was denn? Ein unangenehmes Geräusch. Not a Mimic. Die kann ich alle einsammeln. Ist ja geil. Moment. Okay, da hat sich irgendwann wirklich einen Spaß mit den Haftnotizen gemacht. Und sofern da nichts draufsteht, könnte das natürlich ein Mimik sein. Wie geil. Not a Mimic. Ich find's lustig.
Ich find's echt lustig. Jetzt kapiere ich das erst. Ich find's halt nur lustig, dass Bian die einsammeln kann. Und ob das hilft? Ob das klappt mit den Zetteln? Zum Pauschalen? Warnung! Vitalwerte kritisch! Ey, bevor ich jetzt hier an die Mimik verrenke. Eigentlich sollte ich die Mimics doch erkennen hier mit meiner. Mit meinem Scanner, hätte ich jetzt gedacht. Es sei denn, es gibt mittlerweile Mimics, die der Scanner nicht erkennen kann. Aber ich sollte sie doch eigentlich erkennen können. Sind jetzt hier gar keine mehr drin? Not a Mimic? Da steht aber keiner dran. Ja, man wird hier langsam paranoid. Ja, okay, alles andere hat jetzt hier aber gerade diesen Aufkleber. Na klasse. Da wirst du wirklich wuschig bei, ne? Langsam. Ist ja geil. Es hat doch eben noch nicht so gebrannt, oder? Bevor ich hier rein bin. Nicht so richtig. Da hat das Geschütz aber gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Ja, würde ich ja eigentlich ganz gerne nochmal rüber. Wo konnte ich denn... Ach, da unten konnte ich ja. Genau, da unten konnte ich ja. Ob ich hier runterspringen kann ohne... Ja, das funktioniert. Dann gehen wir hier mal rein. Und dann, das mache ich nochmal eben kurz offline, das kann ich in Ruhe machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich recycle hier noch ein bisschen. Und in der nächsten Aufnahmesession, ich schneide hier einfach mal so, vielleicht ist es sogar am Ende einer Folge, ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen, bis dann, tschüss. Hallo, da bin ich wieder, nächste Aufnahmesession. Wobei nur eine ganz kurze, ich mache eigentlich nur die 18 Minuten eben voll, passt gerade nicht anders. Ich denke mir mal, da wird noch hier dieses, die Psy-Hypos, die werden da bestimmt noch zukommen, dass ich mir die herstellen kann. Das denke ich mir. So, ich werde heute noch nicht skillen, aber ich möchte mal ganz kurz ausprobieren. Lass uns doch da mal eben einen Punkt reinsetzen und danach nochmal laden. Yep, wollen wir. Und dann kann ich größere gestalten. So, und wir wollen da mal eben zwei Punkte reinpacken. Und dann lass uns das nochmal ausprobieren. Wow, das war vielleicht zu viel für mich, was? Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Es steht unter Schock. Wow. Wow. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten. Mich aus auch. Dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Zielauswahl. Einige Kräfte werden sofort ausgelöst, wenn du Maus das in zwei drückst. Einige Kräfte sind zielbasiert. Zwei gedrückt halten. Zielauswahlmodus. Mit Maus kannst du zielen. Mit F brichst du sie ab. Ja, okay, das passt doch. Dann wählen wir doch mal dies hier. Das möchte ich mal ausprobieren. Oh, dann mal die Kaffeetasse. Cool. Sieht ja fett aus. Und? Wie geil. Nice. Was mich in allererster Linie interessiert. Okay, lange kommen wir damit ja nicht. Und wir können auch nicht viel machen. Okay, wir gehen mit F wieder raus. F gedrückt halten? Nee, abbrechen. Was mich interessieren würde, ist, ich würde das nochmal eben ausprobieren. Ob ich damit gesehen werde oder nicht.
Du könntest mir mit Zima eben wieder aufladen. Danke, mach mal. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moralmuster unter Höchstwert. Das sollte helfen. Sie sollten nun wacher sein. Das Problem ist, dass hier glaube ich, gar keine Gegner mehr sind, ne, oder? Oh, hier war ich noch gar nicht. Nee, hier war ich noch gar nicht. Ist das ein anderer Untersuchungsraum? Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Okay. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhen zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Zerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also nicht so, wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie Sie. Okay, lass uns... Untersuchung. Bevor wir das gleich eben machen... Nimm lange. Lokale Verriegelung bis zum Ende der Prozedur aktiviert. Nee, noch nicht. Erstmal probieren wir. Wir haben jetzt zwar kein Ziel, was wir damit bombardieren können, aber ich möchte trotzdem mal so ein Ding eben werfen. Hallo, Dr. Yu. Um mir mal einen Eindruck davon zu verschaffen, wie gut das ist. So. Oh, nett. Oh, das gefällt mir. Wie weit kann ich die nun werfen? Hey, die Amory, da schau her. Was ich viel öfter machen muss, ist mit diesen Pfeilen auf zum Beispiel die Schalter da vorne zu schießen. Das wird aber schwierig werden. Oh, ich wurde kaputt gemacht, was? Ach, hier sind wir wieder. Okay, ich will nochmal eben... Die können wir ziemlich weit werfen, was? Also das Ding sieht auch gut aus. Dann lass uns mal eben schnell laden. Also ich habe ja von einem guten Freund den Tipp bekommen, also zumindest hat er diese Granaten geskillt. Ne? Ich finde es zwar ganz cool, sich in Gegenstände zu verwandeln. Was ich jetzt ganz gerne probiert hätte, wäre, ob, wenn ich mich in so eine Kaffeetasse verwandle, ob ich dann mal eben an ein paar Phantoms dann vorbeisprinten kann. Nee, da muss ich wohl ein normales Spielladen machen. Warum hat er denn hier... 18.05. Psychotronik 2032, das will ich laden. Genau. So, das ist mein letzter, den ich eigentlich hatte. Ansonsten habe ich eine Nachricht für euch. Ich werde jetzt schneller durchspielen. Ich habe mir das jetzt eine Weile angeguckt. Ich finde es ja auch schön, wenn ihr mich mal darauf hinweist. Hier, da ist noch im Mülleimer was und da ist noch... hier so ein anderer kleiner Schrank und hier ist noch was drin und ja, dann ist da halt mal eine Bananenschale drin, ne? Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich komme kriechend langsam voran, also wie eine Schnecke. Und also wirklich wie eine Schnecke. Ich habe mal geschaut, wir kennen ja alle den Werten Gronkh. Gronkh spielt ja wahnsinnig langsam. Ne? Also der ist ja teilweise so langsam unterwegs im Spielen, dass er mich persönlich wahnsinnig macht. Ne? Ich gucke ihn eigentlich ganz gerne, aber zwischendurch ertrage ich es einfach nicht, dann Gronkh zu gucken. Ich kann mir das nicht lange angucken. Der macht mich wahnsinnig. Und offen gestanden hat mich Gronkh mittlerweile fast ein. So, also der ist nach 6 Folgen, glaube ich, so weit wie ich jetzt nach, keine Ahnung, 13. Und das kann es nicht sein. Und wir machen das jetzt schneller. Und das bedeutet, dass ich hier locker 60-70% auslassen werde von Materialien. Ist mein Problem. Nicht, dass da von euch manche Leute Herzkasper kriegen. Ne? Das könnte nämlich passieren, sage ich mal so. Und ich habe immer den Eindruck, dass das so ist irgendwie so. Als würdet ihr euch wahnsinnig darüber aufregen. Und dann denke ich mir, ey, komm, das ist es nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, okay, wir haben hier noch 2 Programme. Wir gucken uns mal den ersten Kontakt an. Ah, cool.
1960. Mal gucken, was da von wem er da gleich gegriffen wird. Das ist ja interessant hier. Oh! Da kommt das ja. Und zack. Und schon hat er ein Problem. Ei, das ist unangenehm. Ja, wir kennen das alle. Und das war's auch schon. Das war dann auch gleich schon der letzte Kontakt. Okay. Und dann Weber, 1965. Das war ein normaler Mimik. Aus dem wird jetzt ein Weber. Was macht der denn da? Kriegt einen langen Arm, da ist noch ein zweiter. Haben die nicht bemerkt? Da ist noch ein dritter. Die verkloppen den einen ja. Und jetzt verwandelt er sich. Cool. Krass. Voll das Feuerwerk. Yay. Okay. Warum haben die mich da oben denn eigentlich eben bemerkt? So. Gucken wir mal nach. Da kommen wir bestimmt nicht rein. Doch, entringen. Sehr cool. Hier, also vielleicht ist es gar nicht so schlecht da, die, wenn wir mal die Lucanen, oder? Ah, hier ist eine Looking Glass Station. Recyclerladung, Transcribe. Calvino, was haben Sie mit meinem Konferenzraum angestellt? Ja, das wollte ich Ihnen gerade erklären. Ich sehe nur einen Punkt. Ja, stimmt. Das ist das Kalibrierungssystem für den neuen Touchscreen. Sie müssen es nur einmal starten. Soll es ein Witz sein? Folgen Sie einfach dem Punkt. Wenn er grün wird, berühren Sie ihn. Er sollte... Verdammt, Calvino, ich habe keine Zeit, mit Ihrem hüpfenden Ball zu spielen. Ich rufe Sie zurück. Berühren zum Kalibrieren. Ja, nee, das machen wir gleich. Was ist das? Kinästhetikassistenz. Chipsätze, ein neuer Chipsatz. Was kann der denn? Oh, hört ihr aus der Generation. Den nehmen wir doch auch gerne mit. Sehr schön. Und Wartungsschleuse. Ich darf nur nicht die Leinwand kaputt machen. Das wäre ärgerlich, wenn mir das passieren würde. Ich traue dem Frieden hier aber auch nicht. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas hinter, oder? Oh, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Die Platine. Das. Und das war's auch. Ah ja, guck mal, es ist Sibyl 495. Sehr schick. Ah, stecken wir ihn weg. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da vielleicht dann doch die kinetische Energie nehme. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache. So, dann gehen wir hier mal. Na? Nee, das ist doch nichts. Ne? So, also ich werde natürlich schon versuchen, möglichst viele Sachen zu finden, aber ich werde es jetzt auch nicht unbedingt drauf anlegen. So, wir kalibrieren das Ding mal. Nochmal. Na, was ist denn das denn schon? Leid. Ihr habt doch den Schuss nicht gehört, ey. Meine Fresse! What the... Jetzt gleich hier rein oder was?
Ist der jetzt da drin? Oder ist der da nicht drin? Okay, dann gehen wir mal hinterher. Ist der denn durch die Leinwand gekommen oder wo kommt der her? Also jetzt mal ehrlich, das ist, boah, ich mich verjagt, ey. Ey, sowas könnt ihr doch nicht bringen, Mensch. Meine Güte. Ich bin doch nur minimal schreckhaft, aber sowas kann man doch echt nicht mit mir machen. So, wie voll ist mein Inventar jetzt schon wieder? Ja. Ausreichend voll, dass wir es nochmal eben kurz schreddern. Schrott übertragen. Die aber nicht. So, alles klar. Passt. So, ich weiß, wir können da oben in den ersten Stock noch. Da waren auch noch Sachen, die man looten könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich will sie vielleicht... Bis auf, wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses Versuchskaninchen. Dr. Yu. Das machen wir jetzt nochmal eben schnell. Weil ich glaube nämlich, dass man bestimmt auch irgendwie anderweitig hier reinkommt. Mann, ist so ein Krach. Ja, ihr habt ja auch geschrieben, die scheinen irgendwie einen Bug zu haben, ne? Ausrüsten. Nee. Eins. Kann ich den nicht, wie kann ich den denn jetzt nehmen? Muss ich den auf eine Taste legen? Vier. Fünf. Nee. Fünf. Eins. Passt. So. Dann wollen wir mal gucken. Kann ich es denn einschlagen, als Glas? Nee. Okay, hier muss aber irgendwas gehen. Also, normalerweise... Ich ziehe ja so schlecht, ne? Ich habe es bisher noch nicht versucht. Ein Computer ist hier nicht, aber da hinten ist ein Knopf. Und dann müsste man eigentlich nur die Taste drücken. Und wenn man das schafft, könnte man... Mal gucken, kommt hier gleich wieder Feuer raus oder nicht? Nein, scheint erstmal safe zu sein. Ah ja. Wie weit kommen wir mit dem Pfeil? Kommt der überhaupt durch, der Pfeil? Ha! Geil! Wie cool! Das habe ich ja gut hinbekommen. Blutkanone, oh, die können wir dann gleich noch vernichten eben. 9mm, nochmal Blutkanister, noch eine Schrotflinte, schallgedämpfte Pistolenfabrikator vorbeiplanen. Ja, ja. Schrotflinten, Waffenupgrade, noch eins. Die sollten wir nochmal versuchen, irgendwie nochmal einzusetzen. Und, ach cool, ich kann die Flexiform-Bolzen auch wieder aufsammeln. Das ist ja mal geil. Noch ein Neuromod. Was haben wir hier? Okay. Und machen wir mal Taschenlampe eben an. Wie geil, das hat sich ja gelohnt hier richtig. Noch eine Schrotflinte. Jetzt wird es ja aber langsam... Sind das andere? Moment, das ist die Margrave. Und das ist die Throne Tactical. Feuerkraft 41 ummodifiziert. Ist die denn jetzt besser? Ja, ich kann die. Die sieht nur anders aus, oder?
Ach, die sieht nur anders aus. Habt ihr da Erfahrung mit? Oh, bis ihr mir das sagen könnt, bin ich ja noch eine schallgedämpfte Pistole. Das lohnt sich ja richtig. Geschützt, das könnten wir auch nochmal mitnehmen dann. Ja, wie cool. Ja, dann gehen wir eben nochmal kurz zurück. Die Sachen will ich ja mal eben kurz schreddern. Das sind ja ungeahnte Reichtümer hier. So, okay. Was machen wir mit der? Guck mal, die bringt 0,5. Also, Schützenmeisterschaften, 24-jährige, eine Rückstoß. Ja gut, die hat 100. Die hat, ich glaube, dass die gleich sind. Die sind nur optisch. Die hatte auch 41. Die habe ich ja schon abgegradet. Ich glaube, ich behalte die hier. Die ist ja schön. Also die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das ist dieselbe wie hier. Ich glaube, es gibt auch nur diese eine Knarre. Ich behalte die trotzdem mal hier. Pack die sonst in einen Schrank rein. Schrott haben wir nicht mehr. Aber guck mal, der bringt richtig Metall. Das ist gut. Wir können die ja hier mal eben hier durchsuchen. Packen wir die da in den Aktenschrank rein. Das habt ihr mir auch empfohlen, das so zu machen. So, und eigentlich ist die Folge jetzt vorbei, aber... Na komm, wir können uns das immer mal eben schnell angucken. Dann mache ich halt irgendwann mal... vielleicht eine Kürze, weil ich will jetzt auch wissen, was mit dem passiert. Also das ist eine durchaus erfolgreiche Kiste, die ich jetzt eben hier gemacht habe. Und da will ich ja auch nochmal rein. So, okay. Wir haben schon mit dir gesprochen. Schönen guten Tag. Dann brauchen wir ihn ja nicht mehr. Na dann. Verdammt nochmal, lassen Sie mich schon raus. Nee, ich war da schon drin. Dein Angebot ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Hey, wow. Moment, was zur Hölle machen Sie da? Naja, halten Sie bitte still, es ist ein Experiment. Ein Mimik entnehmen. Da kommt ein Mimik. Und jetzt? Was macht denn das Ding da drüben? Noch macht es nichts. Ach so, ich muss hier noch weiter steuern. Mimik entnommen. Mimik freisetzen. Mimik wird freigesetzt. Verdammt! Ich hab doch gesagt, Sie sollen aufhören! Verdammte Scheiße! Nicht schön. Neuer Anruf. Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Was sind denn Spiegelneuronen? Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Morgan. Oh, sag mal, was ist denn hier los? Überhaupt gezögert? Ein bisschen. Er war sicherlich kein guter Mensch, aber hätten Sie unter Umständen auch anders handeln können? Ja, wenn ich da nicht reingekommen wäre. Die Typhen können nur töten und zerstören. Aber Sie sind ein Mensch. Ja. Sie haben eine Wahl. Ja, ich brauche Loot. Ich brauche doch Loot. Neues Transcribe, L gedrückt. Hans, wir müssen über Annalise Gallegos sprechen. Wie, das war's? So, okay. Exotisches Material nehmen. Material wird extrahiert. Wie, die blättern da jetzt von alleine rein? Das ist, die wurden angelockt oder was? Ja. Material extrahiert. Material verarbeitet. Cool. Sammle exotisches Material.
Das hat sich aber gelohnt. Die Wahrheit ist unangenehm. Ja. Jede von Transter produzierte Neuromod enthält aus Mimics gewonnenes exotisches Material. Wenn Sie aufgepasst haben, wissen Sie, wie Mimics hergestellt werden. Warnung! Vitalwerte kritisch! Nee, nächste Folge. Okay, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.